Hi, ich bin der Konstantin, ich bin zurzeit in San Francisco, der Stadt im Westen der USA, und ich mache im Moment einen dreimonatigen Roundtrip durch Amerika. Und ich möchte euch jetzt einfach amerikanische Fastfood-Ketten vorstellen. Und das ist mein erstes Video. Falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, postet sie einfach unten in den Kommentaren. Und jetzt gehen wir rein in Jack in the Box. Was habe ich nun bestellt? Ich habe die Chicken Box bestellt für 3,99 € und habe dazu zwei Tacos umsonst bekommen, weil ich davor so einen Fragebogen ausgefüllt habe. Kennt ihr bestimmt vom Burger King in Deutschland. Wenn ihr irgendwas ausfüllt, kriegt ihr irgendwas umsonst. Kurz ein paar Fragen, wie fandet ihr es etc. Und insgesamt habe ich mit Steuern 4,34 € gezahlt für das folgende Menü. Okay, was habe ich hier jetzt für 4,34 € bekommen? Einmal ein Getränk, 0,4 Liter. Dr. Pepper, einer meiner Lieblingsgetränke. Dazu schöne Curry Fries. Schön fett gebraten, schön frittiert. Dazu natürlich Ketchup zu den Curry Fries. Einen leckeren Burger. Das ist der Chicken Burger, den ich gesagt habe, dass es Zeit im Angebot ist. Schön knuspriges Brötchen, zwei Fleischstückchen, ich meine Chickenstückchen, dazu zwei Markisescheiben und natürlich ein Baconstück. Dazu gab es ja noch, weil ich den Fragebogen ausgefüllt habe, zwei Nachos oder Tacos. Und so sehen die aus. Okay, zuerst mal probiere ich mal die Curly Fries, wie sie schmecken. Natürlich mit schönem Ketchup drauf. Schmecken ganz gut. Außen knusprig frittiert, innen schön weich nach Kartoffelgeschmack. Und jetzt ein Burger. Und zur Seite. Schön dick. Macht mich schön satt. Jetzt beiß ich mal rein. Nochmal reingebissen, damit ihr seht, was drin ist. Mit das gleich schön zwei Stückchen, zwei Patties von Chicken, zwei Scheiben Käse, Bacon, Tomate, Salatblatt und oben Mayonnaise. Wieder leckerer Burger. Ich mag die sehr gut. Wie ich Dr. Pepper liebe, viel leckerer als Cola. Jetzt kommen wir zu den zwei Tacos. Was drin? Erstmal dieses außenrum, dieses Taco-Teig-Ding. Bisschen Salat, Käse bisschen. Und drin, wie ihr seht, irgendein Fleisch, sieht aus wie Hackfleisch oder irgendwas. Die weiche ich mal in den Taco rein. Bis jetzt haut es mich geschmacklich nicht um, muss ich ehrlich sagen. Irgendwas stört mich dran. Manchmal kaum das Fleisch. Zum Taco ist, einfach, ist das Tablett leer. Mein Magen ist schön voll. Schön wolliges Gefühl habe ich in meinem Magen oder meinem Bauch. Was abschließend zu sagen, die Burger sind hier sehr gut, oder den Burger, den ich probiert habe, diesen Double Chicken Burger. Schönen leckeren Geschmack, die Chicken haben richtig gut rausgeschmeckt, die Curly Fries waren auch perfekt frittiert. Außen schön knusprig, innen schön kartoffelig, ein schöner Kartoffelgeschmack. Dr. Pepper an sich kann ich nicht meckern, ist ja einer meiner Lieblingsgetränke. Das Einzige, was zu bemeckern wäre, in dem Sinne wären die zwei Tacos. Die haben jetzt nicht sonderlich gut geschmeckt. Zum einen waren sie ziemlich klein und das Fleischgeschmack war sonderlich, sage ich mal. Hat nicht richtig nach Fleisch geschmeckt.